Im heutigen Küchenpilze-Video bereite ich ein Steinpilzrisotto zu. Für dieses Rezept benötigt man eine Zwiebel, zwei große Knoblauchzehen, Parmesankäse, Salz, weißen und schwarzen Pfeffer nach Geschmack, frische Petersilie, etwas Weißwein, 300 Gramm Rundkornreis, Olivenöl und 250 Gramm frische oder gefrorene Steinpilze. Zwiebel und Knoblauchzehen zerkleinern. 50 Gramm Parmesankäse reiben. Die Zwiebel bei mittlerer bis hoher Hitze 1 bis 2 Minuten lang in Olivenöl anbraten, danach die Steinpilze hinzugeben. Mit Salz und weißem Pfeffer würzen. Die gefrorenen Pilze etwa 8 Minuten lang braten, bis das Wasser verdunstet ist und die Pilzstücke zu bräunen beginnen. Den Knoblauch hinzugeben. Anschließend die Pilze in eine Seite der Pfanne schieben, nochmals Olivenöl hinzugeben und den Reis 1 bis 2 Minuten lang anbraten. Den Weißwein hinzugeben. Sobald der Weißwein verdunstet ist, eine kleine Menge Wasser in die Pfanne geben und ebenfalls verdunsten lassen. So lange wiederholen, bis der Reis weich gekocht ist. Kurz vor Verkochen des letzten Wassers den Käse hinzugeben. Die Pfanne von der Platte nehmen und mit schwarzem Pfeffer sowie frischer Petersilie würzen.